Als Mois das erste Mal auf TikTok live war, hat er ganz klar gesagt, dass er niemals mit Barello oder seinen Leuten live gehen würde. 3 Wochen später sieht nun alles ganz anders aus. Denn als er hört, dass der TikToker gut über ihn sprach, wollte er seine Meinung ändern und ihm eine Chance geben. Denn gestern Abend waren sie gemeinsam online und er sollte ein paar Fragen beantworten. Abgesprochen war, dass es keine Fitnerfragen werden. Und daran wurde sich ungefähr 20 Sekunden gehalten. Denn die erste Frage drängt Mois direkt in die Ecke. Er spricht über Manuelsen, über den Kampf und warum es plötzlich mit ihm eskaliert ist. Scheinbar war alles ein Missverständnis und er hätte den ein oder anderen Witz nicht machen sollen. Doch ein Telefonat mit Manuelsen sorgt dafür, dass es zwischen den beiden wieder gut läuft. Hier habe ich für euch einen Ausschnitt aus dem Livestream, wo es um Manuelsen geht. Schaut es euch an. Okay, Mois, jetzt fange ich direkt an, ne? Walla, walla, weil es mit dir ist lustig irgendwie. Walla, mit dir ist lustig. Mois, ich habe gesehen, du hattest Stress mit Manuelsen und so. Er sagt, ja, ich bin aber nicht der eine, der entführt wurde, der dies, das. Warum redet er so über dich und warum habt ihr Stress, du und Manuelsen? Also, ich wollte keinen Stress mit ihm. Ich habe auch mit paar Brays geredet gehabt und die meinten, mach dieses Thema gar nicht auf. Ich glaube, dir hat man das auch gesagt. ADAB hat dir das auch gesagt, glaube ich. So. Ja. Deswegen so wollte ich das gar nicht ansprechen. Er hat mir gesagt, aber ich mache trotzdem. Also, ich wollte es gar nicht ansprechen. Ich wollte es gar nicht ansprechen. Aber ich glaube vielleicht, dass er wegen diesen, ich habe wegen diesem Rock einen Witz gemacht, so. Aber dann gesagt, so, ich habe dann auch gesagt, so, Bruder, so, ich selber hatte jetzt schlechte Zeit. Lass niemals auf dich drauf treten. Komm mit uns in den Livestream. Lass uns zusammen chillen. Ich wollte sogar dieses, kennst du diese Nice or Scheiß von damals? Ich wollte dieses Nice or Scheiß in TikTok machen. Stell dir vor, hier sind so 4 Leute. 3 Leute, zum Beispiel ich, du und Manuelsen. Und der vierte wäre dann der Rapper. Und so könnte man Nice or Scheiß auf TikTok machen. Verstehst du? Ich wollte nett und Khair machen und egal was passiert ist. Ich und er haben sehr viele schöne Sachen erlebt, unnormal viele schöne Sachen. Und wenn das jetzt so eine Waage wäre, wären die schönen Sachen viel schwerer als die schlechten Sachen. Und ich habe mit ihm auch noch nie so einen Streit gehabt und bin deswegen auseinandergegangen. Deswegen, ich glaube, also steht einfach jetzt der Kampf zwischen euch beiden oder steht nicht? Also würdest du gegen ihn kämpfen? Freundschaft nicht. Er steht nichts. Wir haben gestern telefoniert und ich hab da gewartet und es war nichts und dann aber ohne diesen Streit, so sportlich, würdest du dich trauen, gegen Manu zu kämpfen oder nicht? Trauen, natürlich. Ich will jetzt hier auch keine Fitner machen. Ich habe nur Angst vor Gott, Bruder. Aber er ist halt ein Abi. So, ich könnte, wenn ich gut mit ihm bin und so, bei uns ist so, wenn du älter bist, dann steht man so auf, wenn jemand reinkommt. Also zum Beispiel jemand kommt durch die Tür, dann stehen wir halt auf, auch wenn er ein Jahr älter ist. Und Manu ist viel älter als ich und ich respektiere halt jeden, der älter ist. So, verstehst du? Und deswegen, allein aus dem Aspekt würde ich niemals sowas gegenüber ihm machen. Aber wenn mich jemand Hund nennt und so, ist das dann. Es sind meine Sicherungen. Ich bin auch nicht heilig. So, ich bin ein bisschen. Aber ich habe mich entschuldigt für diese Ausraster-Scheiße. Ich habe eine Idee. Guck mal, ich gebe dir eine Idee, ne? Ja. Warum rufst du deine alte Freundin nicht an und sagt, wollen wir ein Comeback machen? Bei Allah, das explodiert überall. Ihr bekommt Todeshype. Ich habe wirklich so Ideen gehabt, was ich mit diesem Kanal machen könnte. Und Idee Nummer 1 war, ich habe mir überlegt, dass ich, keine Ahnung, statt jeden Tag Videos hochzuladen, einfach auf meinen neuen Kanal meine Videos hochlade. Weil das macht sowieso seine 100.000 Klicks. Ist mir scheißegal, auf welchen Kanal. Weil wenn du bist, wer du bist, du wirst überall Klicks machen, wenn dein Gesicht bekannt ist. Und auf diesem Kanal habe ich gedacht, mache ich nur so Wohltätigkeiten einmal die Woche. Zum Beispiel jemand, der nicht sehen kann, Operation für ihn. Und dann gucke ich zum ersten Mal mit ihm einen Film im Kino. Das ist ein sehr schönes Video und das ist sehr, sehr gute Tat. Das war so Idee Nummer 1, was ich mit dem Kanal mache, statt ihn wegzuschmeißen. Idee Nummer 2 war, ich wollte, wie du gesagt hast, so Angebot machen an alle meine alten Kollegen und sagen, wir können uns einmal am Sonntag treffen, ob wir uns mögen, nicht mögen. Und voll geile Sachen sehen. Wir könnten wie damals dann diese Kellerscheiße drehen und diese Videos quasi, die wir zusammen machen, könnten wir quasi teilen. Das war so mein Angebot, damit die verstehen würden, dass ich das ernst meine. Das wollte ich so an Nico sagen, an Ruslan,
an Maestro, an jeden so das. Aber ich weiß nicht, ob die das wollen, dies, das, jenes. Aber auch hier sage ich, die dürfen immer mit mir in Videos. Ich habe nie gesagt, die dürfen nicht. Wenn die mir gesagt haben, jetzt weiß ich ja, dass die auch Geld wollten, würde ich das natürlich alles, was man einnimmt, auch teilen. Das ist für mich alles kein Problem so, weil ich mache mein Ding Aber sowieso. stimmt es, dass Manuelsen durch dir dann Fame geworden ist, weil sein Hype ging runter, du hast ihn wieder hochgezogen, sei ehrlich, Das habe aber. ich nie gesagt, das habe ich nie Nein, gesagt. nein, nein, Und du nicht gehst in Fame dieser gemacht. Fitnessschiene, Junge. Du gehst komplett in dieser Fitnessschiene. Du gehst Moin. komplett in dieser Fitnessschiene, Wallah. Komplett Also. da rein. So in Arschloch, Junge. So in Arschloch rein. In Oh mein Arschloch Gott. rein. Weißt du was, Bruder? Die haben mich alle erfunden. Es gab mich gar nicht. Catcher. Vielen Bruder, es Dank. gab mich gar nicht. Verstehst du? Ich habe noch nie existiert. Jeder, auch du gerade, hast mich erfunden. Jeder, der einen Kommentar schreibt, gerade hat mich erfunden. Wirklich. Jeder Herz, der hier klickt, ich bin seine Machenschaft. Ich liebe diese Ironie, wie er redet, diese Nein, ironisch. es ist die Wallah. Wahrheit. Nein, nein, es ist die Wahrheit. Jeder, der Aber mir neu. zuschaut, jeder, der mit mir war, hat mich erfunden. Und ich bin nicht stolz, das zu sagen. Wirklich. Klar, jeder, der mit mir in Videos war, hat mir geholfen, die Videos zu machen. Ja. Wenn die sagen, ich habe dabei nicht beigeholfen, dann ist das so. Aber ich habe nie gesagt, dass mir jemand nicht geholfen hat. Aber eins muss man dir lassen. Wallah, du hast, was Dings angeht, Twitch, YouTube und so, hast du Talent. Musik hast du auch Talent. Egal, wo, welcher Schiene du gehst, du kannst alles. Man kann doch nicht sagen, zum Beispiel, das kann er nicht. Egal, welche Schiene du machst, ne? Social Media, du hast was drauf. Ist dein Herz. Wallah. Ich versuche einfach nur irgendwie ich zu sein, aber das Ding ist, diese Szene ist nicht so schön. Voilà, das ist nicht so, wie du denkst. Also, zum Beispiel, bevor ich in diesen Stream kam, hatte ich 13 Anrufe. Boah, Verstehst wer du? Ist das nicht die Wahrheit? Musst du nicht jedes Mal, bevor du über was Wichtiges live gehst, Anrufe abheben? Ja, die Leute rufen mich auch immer an, weil die haben Angst, wenn ich live gehe. Wallah, die Aber denken. ist das nicht ekelhaft? Catcher, ich küsse dein Herz. Das ist doch ekelhaft, verstehst du? Du wirst irgendwann, guck mal, du kannst jetzt jede Scheiße labern, wie du willst, wirklich, weil du nicht verheiratet bist und keine Kinder hast. Bei mir, am Anfang, wenn du meine Videos anschaust, damals, wo ich in Österreich war, mein Video hat angefangen, ja Leute, wie geht's? Ich hoffe, die tiefgefrorene Karotte von diesem einen Sprachgesangkünstler in der Schublade ist nicht in euren Arschloch drin, weil ich habe sie euch reingesteckt. So habe ich meine Videos begonnen. Ganz normal. Wenn du denkst, du bist hart gerade in Fitna und so, Bruder, ich war deren Vater damals. Und irgendwann habe ich geheiratet. Ich habe Kinder bekommen. Ich habe jetzt zwei Kinder. Und dann ist nicht mehr so einfach, weil irgendwer will deine Adresse. Irgendwer will wissen, wo du wohnst. Und dir ist das egal. Mir auch. Meinst du da mit Karotten irgendwas? Meinst du mit Flair oder was ist Nein, das? nein, ich nicht. Natürlich nicht. Das hast du gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Aber so haben meine Videos damals angefangen. Damals, vor 6 Jahren. Und jetzt stell dir vor, jemand klingelt bei dir die Tür. Heute. Es ist auch scheiße, aber was soll schon passieren? Er schlägt dir vielleicht auf die Fresse oder du schlägst ihn auf die Fresse. Irgendwer ruft Polizei. Irgendwas wird schon. So, du wirst überleben. Aber stell dir vor, du hättest Kinder und Frau. Ja, aber warum weiß jeder deine Adresse? Du kannst irgendwo wohnen, wo. Aber das ist auch kein Leben, wenn du dich verstecken musst jedes Mal. Nicht nur, weil du denkst, er schießt gegen mich, Aber aber ich ehrlich habe mal. ehrliche Meinung gesagt, Wallah. Ich sage dir ehrlich, meine ehrliche Meinung ist, Manu hat unnormal viel Kraft. Ich habe mit dem Aber. Richtiger der Faust gedreht. Als er mir einmal diese Faust gegeben hat, ich dachte, meine Gedärme gehen rein. Wirklich. Aber dieser Schlag kam halt nie durch in diesem Kampf. Wahrscheinlich war er aufgeregt, wahrscheinlich schauen viele auf ihn. Dies, das, jenes, Stress, dies, das, Blackout. Aber meiner Meinung nach ist er viel stärker als Bösemann. Aber ich gönne Oder du gegen mich Bösemann. heraus, du gegen ihn. Wallah, wäre krass. Guck mal, du Verstehst kannst nicht sagen, ey, wir waren Freunde, dies und das. Sinanji und Mo Abdallah waren auch Freunde und haben das sportlich gemacht. Du gegen Manuelsen. Wallah, ich würde diesen Kampf feiern. Junge, lass mal Mick und Manuel in Ruhe. Ich habe doch gestern angeboten, ich habe bis 23:30 Uhr im Büro, Junge. Aber das Ding ist, ich habe halt in Oktober diesen anderen Kampf und Bruder. Hast du ihn schon angeboten? Wenn? Ich habe gestern doch gesagt, komm in mein Büro. Wallah? Ja. Aber du redest die ganze Zeit über diese Scheiße und er wird sich jetzt aufregen, weil er denkt, wir wollen ihn irgendwie verarschen, aber wollen wir Nein, nicht. nein, sowieso Natürlich nicht. nicht. Die Leute wollen die ganze Zeit diese Geschichte mit Waldstory und so. Wie wurdest du zum Beispiel, was Manuelsen gestern erzählt hat? Wallah, das würde mich auch Zum interessieren. Beispiel das finde ich zum Beispiel etwas, wozu?
Weißt du, ich Dann meine, gehört wozu es nicht erwähnt mehr. man das? Ich meine, wozu erwähnt man das überhaupt? Was juckt dich das? Also Und mich meinst du? nein, nein, nicht dich, jeden, der das erwähnt. Zum Beispiel, Wallah, ich habe das nur gestern von Manuel gehört. stell dir Das hat mich vor, ja interessiert. genau, aber in dem Kontext, obwohl es nur um den Kampf geht, das zu erwähnen, zeigt doch über deinen Charakter. Wieso machst du das? Boah, der war gut, Wallah. Wallah, Das der ist war gut. mein Problem. Also, er hat schlechten Das ist mein Charakter Problem. mäßig. Das ist mein einziges Er hat Problem. schlechten Charakter mäßig. Habe ich nie gesagt, aber wieso erwähnt man Mann! das? Ey, Mois, ja, ich schwöre, ja! So lustig in dir! Junge, chill mal kurz deine Eier. Das versuche ich dir zu sagen. Aber guck mal, Junge, bitte lass diese Themen jetzt in Ruhe. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Wie findet ihr das Statement von Mois? Und findet ihr es gut, dass er mit Manuelsen persönlich gesprochen hat? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.